Er ist der personifizierte Gewissenskonflikt. Elton da Costa, zum Profi gereift in Darmstadt, verheiratet mit einer Darmstädterin, inzwischen aber Kapitän in Offenbach und heute damit erstmals gegen seine alte Liebe. Mehr Gefühlschaos geht nicht. Kickers-Trainer Ari van Lent und mit ihm 15.000 Zuschauer sehen zunächst 20 Minuten Sommerfußball. Dann aber wird der Aufsteiger aus Darmstadt in Blau und Weiß etwas mutiger. Das ist Kai Hesse, der mit dem Auge für Markus Stegmann. Die erste Chance der Partie und der Beweis dafür, dass Robert Wolnikowski im Offenbacher Tor zu Recht als einer der Besten der dritten Liga gilt. Vom Tabellendritten Offenbach ist fast gar nichts zu sehen. Im Spiel nach vorne findet der OFC kaum statt. Das nimmt der Kapitän höchstpersönlich zum Anlass, um mal ein Zeichen zu setzen. Elton da Costas gelbe Karte, vielleicht auch als Weckruf an seine Mannschaft gedacht. Die bemüht sich anschließend immerhin, in die Partie hineinzufinden. Das ist André Hahn, der mit ganz viel Willen, mit ganz viel Einsatz, aber auch mit einem an Harmlosigkeit kaum zu überbietenden Abschluss. Kaum zu glauben, aber wahr, dies ist die gefährlichste Kickerszene des ersten Durchgangs. Viel Luft nach oben also für Heimkehrer Elton da Costa und seine Mitspieler. Doch auch nach dem Wechsel bleibt Darmstadt agiler, setzt besser nach und zwingt den OFC zu Fehlern. Wie hier durch Kleine Heißmann und dann Zimmermann. Preston Zimmermann ohne die nötige Präzision. Kurz darauf steht Stefan Kleine Heißmann wieder im Mittelpunkt. Und wieder mit einem Patzer. Hier gegen den eingewechselten Imbongo Boele. Und der macht das ganz stark. Macht aber trotzdem kein Tor. Beiden Mannschaften ist die große Angst vor einer Derby-Niederlage bis unters Tribünendach anzumerken. Die andere Seite. Freistoß Offenbach. Und das ist eine Sache für Elton da Costa. Seine individuelle Klasse macht fast den Unterschied aus, aber großartig pariert von Jan Zimmermann im Lilientor. Und dann wird es in der Schlussphase doch noch mal hektisch und vor allem hässlich. Dieser Tritt von Offenbachs Hickel gegen Imbongo Boele bleibt ungeahndet, für mich eine klare rote Karte. Darmstadt macht jetzt noch mal Dampf in den Schlussminuten. Kai Hesse und in der Mitte Zimmermann. Die Latte steht dem Darmstädter Glück im Wege. Es ist die letzte Chance eines nicht nur torlosen, sondern unter dem Strich auch enttäuschenden Hessen-Derbys, das sich auch Rückkehrer Elton da Costa ganz sicher etwas spektakulärer ausgemalt hatte.